Wenn wir den Korbleger normal ausführen können, versuchen wir eine Passtäuschung in die zwei Schritte einzubauen. Die funktioniert vor allem, wenn du deinen Gegner geschlagen hast und auf einen helfenden Spieler zuläufst. Wenn du dann antäuschst, dass du zu seinem Gegenspieler passt, kommt er oft nicht richtig zum Helfen und du kannst ungehindert werfen.